Leute, ihr fragt euch bestimmt, wohin geht's heute hin? Und ich habe euch mal vor 2 Tagen circa auf Instagram gefragt, ob ihr Vlog haben wollt, der mit Fußball jetzt nicht so viel zu tun hat. Ja, ihr habt dem Ganzen zugestimmt. Ihr habt Bock zu sehen, wie ich heute mein allererstes Tattoo stechen lasse. Und ja, genau das sind wir auf dem Weg. So Leute, Planänderung, der Dennis hat angerufen. Den Termin müssen wir verschieben auf 12 Uhr, deswegen gehe ich erstmal frühstücken. Also. So Leute, gefrühstückt haben wir. Wir hatten, glaube ich, ein einstündiges Gespräch mit einem sehr netten alten Herrn. War mega cool. Eine Stunde über Gott und die Welt gesprochen. Und jetzt geht's endlich zum Tattoo-Studio und damit gestochen, Leute. Outfit of the Day ist ein Trainingsanzug von Adidas mit einem weißen Basic Oversize Shirt, die Hose zum Trainingsanzug und passend dazu Turbolas von Adidas mit schwarzen Schnürsenkeln. Die schwarzen Schnürsenkel deswegen, weil der Hund von Dani hat meine Basic Schnürsenkel, die dazugehören, einfach mal ganz kurz zerbissen. Money over bitches, ich hab Grundsätze. Ich schätze, dass es Kunst, dann sind das Kunstschätze. Plattenspieler pumpt Marvin Gaye, hab die Zunge in der Pussy und sie schmeckt wie Chardonnay. Junge, bei mir ist shoppen gehen wie UFC. Die Kasse geht K.O., komm ich zu Louis V. Ich geh auf schlecht gelaunt bei Mintus raus. Leute, wenn ihr euch tätowieren lassen wollt und 18 Jahre alt seid, kommt hier vorbei zu Garden of Tattoo in der Marktgasse 5. Dennis ist echt richtig korrekt, gönnt euch, mega talentiert. Hier, Garden of Tattoo. Auf alle Fälle ein Daumen nach oben von mir. Hat sich angefühlt wie so ganz, ganz viele Nadelstiche vom Arzt, so Impfungen. Der Dennis hat es echt gut gemacht und das Ergebnis seht ihr jetzt. Ich hab nicht geheult und so. Alles cool gewesen. Ich bin Mann, guck mal, die Bizeps an. Richtig stark. Nice. Wie gesagt, checkt ihn aus. Garden of Tattoo, Weiblingen, Marktgasse 5. Macht einen geilen Job. Jo Leute, wir sind fertig. Jetzt geht's nach Hause, Mittagessen. Zu Hause löse ich noch den Gewinner von der Garmin Smartwatch auf. Also dranbleiben, wenn ihr wissen wollt, wer gewonnen hat. So Leute, jetzt bin ich zu Hause. Und bevor wir über die Tattoos hier sprechen, erstmal den Gewinner küren von der Garmin Smartwatch. So, jetzt suchen wir den Gewinner aus. Ich habe mir schon gestern Gedanken drüber gemacht. Da ist es, da. So, der Gewinner der Garmin Smartwatch ist They Call Me Lucas mit seinem Bild, habe ich gleich geliked, super geiles Bild. GKZ Karol, Garmin und Beat Yesterday, auch hier alles verlinkt, sprich diese Anforderungen wurden erfüllt und hier sind die Ziele, eine gute Genesung, ein gutes Schulzeugnis, mein Ziel kämpfen, hassliche Zentrale, könnt ihr alles lesen und, der letzte Punkt ist das Beste, dass keine Terroranschläge passieren. Oder das wie in Berlin, Türkei und so weiter. Hashtag Pray for the World. So Lukas, Glückwunsch, du bist der Gewinner der Garmin Smartwatch. Ich werde dich auf Instagram kontaktieren, also bitte check dein DM-Fach aus und dann
deine Adresse bitte zuschicken, damit ich dir die Uhr zuschicken kann. Und jetzt kommen wir zu den Bedeutungen der Tattoos. Also, zuhören, let's go. Ihr seht, Leute, der Titel war jetzt kein Fake-Titel. Jetzt wisst ihr, warum das Video halb Christ, halb Muslim heißt. Ich bin aufgewachsen mit dem Islam, aber auch mit dem Christentum. Sprich, Mama ist Katholin, Papa ist Muslim. Bin von Papa so erzogen worden. Ich bin von Mama anders erzogen worden und ich habe beides aufgenommen und beides steckt in mir drin. Im Fußball zum Beispiel habe ich zweimal gebetet. Natürlich nicht in verschiedenen Sprachen. Einmal habe ich das Vaterunser aufgesprochen. Vater uns im Himmel, bitte lass uns das Spiel gewinnen. Lass uns das Spiel auch gesund gewinnen. Es soll sich keiner verletzen. Und das andere Mal habe ich meine Hände genommen, Bismillah Rahman Rahim, habe gebetet, dass wir gesund bleiben nach dem Spiel, dass wir hoffentlich auch gewinnen. Das Wichtigste war Gesundheit. Und ja, hat bis jetzt geholfen. Und ich bin jetzt nicht einmal verletzt worden, von dem her habe ich alles richtig gemacht. Ich bin einfach mit beiden Religionen aufgewachsen und das ist quasi das Ergebnis. Ich bin halb Muslim und halb Christ. Natürlich ist das nicht offiziell, auf Papier bin ich katholisch. Aber das Wichtigste ist nicht das Papier. Das Wichtigste ist, dass im Kopf, dass der Glauben an sich, das symbolisiere ich mit diesen Tattoos einfach. Dass es auch möglich ist, dass ein Mensch an beide Religionen Vertrauen hat. Und an alle Leute, die sagen, Bruder, Haram, Günach, eine Sünde, du hast dich tätowiert. Leute, lass mich in Ruhe, weil du bist kein Gott. Du bist einfach ein Mensch wie ich. Und lass mich einfach das mit Gott, wenn ich tot bin, klären. Du hast nicht die Erlaubnis, mich dazu verurteilen, dass ich mich tätowiert haben lasse. Nur Gott kann das. Und das mache ich mit Gott aus, wenn ich tot bin. Von dem her, alles easy, oder? Okay, jetzt aber genug. Jetzt gehen wir weiter. Ich besuche noch Phil von Autonom und mal gucken, wie er darauf reagiert. Und wenn ihr dranbleibt, Leute, könnt ihr vielleicht noch etwas gewinnen. Und wenn ihr bis jetzt zugeschaut habt, schreibt mal unten in die Kommentare Hashtag Religion. Mal gucken, wer bis jetzt dran geblieben ist. Also, weiter geht's. Phil, wie gefällt's dir? Banane? Mhm. Klar. Mm. Oh, du bist ein Junge, das kommt safe rein. Okay, Phil. Die Tattoos sind echt mega. Der ist von seiner Religion, von seinen beiden Religionen ist echt mega. Aber zu was, der Junge, zeig mal die Hand kurz. Der Junge kann einfach Ciao sagen, weil so bekommt er nie wieder einen normalen Job. Also. Ihr habt gehört, Leute, jetzt seid ihr dran. Ihr müsst mich beschützen, weil ohne euch bin ich Straßenpenner, weil Aldi will mich nicht, Porsche will mich nicht, Benz will mich nicht. Okay, wollen sie eh nicht, ne? Digga, du bist so hässlich, Digga. Junge, der war voll tief drin, Mann. Okay, wir werden noch ein bisschen gammeln, aber kommen wir jetzt erstmal zum Gewinnspiel. In diesem Video könnt ihr die Puma Vigo gewinnen. Also, erstmal das Video liken, natürlich Abonnent von Goalkeeper sein und einen Kommentar schreiben mit dem Hashtag Puma und danach einfach ich mach mit posten, schreiben. Und wenn ihr eure Gewinnchance verdoppeln wollt, könnt ihr auch dieses Video auf Facebook teilen, mich drauf markieren, ganz einfach Karol GKZ und so verdoppelt ihr eure Gewinnchance. Also, viel Glück! Alter, der fühlt. Leute, ich fühle extrem. Also, keine Ahnung, ich habe noch nie davor Klavier gespielt, aber keine Ahnung, jetzt hat's mich... Ey, ich fühle so hart, ich lasse mir gleich morgen eine Träne tätowieren. Okay, Leute. Ich würde sagen, der Vlog ist vorbei. Hoffentlich hat es euch gefallen, Leute. War mega cool. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie euch die Tattoos gefallen, wie ihr zur Religion steht. Und nicht vergessen das Gewinnspiel für die Puma Vigor. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah! Du bist ein Bastard, Digga. Kannst du das drauf? Ja. Ciao.